Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat. Herzlich willkommen zur Folge 168 des Retro-Kompott-Audio-Stammtischs. Heute sind mit dabei der Patrick. Ja, herzlich willkommen, schönen Gruß aus Hamburg. Eine neue Stimme am Anfang des Podcasts. Aha. Der Pitchfork 2000 alias Ingo. Ja, hallo, einen schönen guten Abend wünsche ich allen. Und meine Wenigkeit, der Hass. Was ist los? Hattest du nichts anderes zu tun um die Uhrzeit? Du kommst doch das immer als einer der Letzten dazu und bringst am Ende die Highlights vorbei. Meistens kommt der Arne als Letzter rein. Ja, aber der Hass ist auch, glaube ich, ganz am Anfang fast noch nie dabei gewesen, oder? Doch, zu Weihnachten. Weihnachten war er dabei. Zu Weihnachten, okay. Also mache ich immer nur zu hohen Feiertagen. Zu Weihnachten und Ostern begibst du dich zu uns und fängst da vorne an. Das ist aber sehr schön, immerhin, ja. Ja, wie immer ein, zwei Sachen nur vorab, aber das ist nicht viel. Arne, was ist denn heute los? Jetzt kommt Arne auch rechtzeitig. Okay, gucken wir nochmal, dass Arne mit dazu kommt. Wir drehen heute einfach mal alles um. Wir fangen hinten an, wenn er zu uns möchte, aber er ist schon im Vorraum. Spannung. Ja, er findet die Tür nicht. Ah, da ist er. Arne ist auch schon da und das um die Uhrzeit. Hallo Arne. Hallo. Hallo, ja, ich kann nur kurz eine halbe Stunde, weil ich sitze hier wieder im Büro und muss eigentlich den ganzen Rest des Tages noch arbeiten. Ach, ihr habt ja keinen Feiertag bei euch. Nee, das gibt's hier leider nicht und deswegen dachte ich nur kurz, ich klinge mich eben mal kurz ein und sag Hallo. Das ist schön, weil wir mussten eben schon lachen, als Marcel dazu kam, der Hass dazu kam. Die sonst am Ende kommen, kommen heute am Anfang. Wir drehen das Ganze also mal um. Ja, genau, witzig. Nein. Ganz kurz, wie immer, nur ein, zwei Vorbemerkungen, sagte ich ja, dann können wir wieder weitermachen. 30.04. findet definitiv unser Lagerfeuer statt. Da haben wir noch einige Dinge in der Planung. Das wird alles in den nächsten Tagen veröffentlicht. Ich denke mal, Mitte, Ende nächster Woche wird da das meiste online stehen, was wir da vorhaben. Ja, und das andere hatte ich auch eben schon vorab gesagt, auch auf Twitch, wo wir die erste Stunde ja ausstrahlen. Wir freuen uns immer wieder über Unterstützer, die mehr als die erste Stunde hören möchten, hören wollen, denn die Downloadzahlen der letzten zwei Folgen waren erschreckend gut. Die waren sensationell, also vielen Dank dafür. Und wer mehr als die erste Stunde haben möchte, kann uns ja auf Patreon oder Steady unterstützen und bekommt dann die volle Dröhnung, sag ich mal. Und ich bin immer gespannt, weil, wie gesagt, vor allem jetzt vor Feiertagen oder vor solchen Wochenenden wie jetzt, ist es immer erstaunlich, wie viele Leute, ja, ich will es jetzt nicht despektierlich sagen, aber sich unser Gequassel hier anhören wollen. Also vielen Dank dafür. Da kann ich mir vielleicht gerade noch aufrufen, wenn am 30.04. ein Lagerfeuer kommt, dann kann doch auch wieder ein Top-3-Talk vielleicht kommen, wenn da noch Platz ist dafür, oder? Ja, das wollte ich ja, sagte ja nächste Woche besprechen. Da hat der Michael vorgeschlagen, dass wir kurz die Uhrzeiten absprechen am nächsten Mittwoch, wenn wir vielleicht so streamen vorher. Genau, weil dann mache ich jetzt auch nochmal einen Aufruf an alle, also die jetzt zuhören, vielleicht einen Themenvorschlag zu einem Top-3-Talk zu machen. Ansonsten hole ich einen aus der riesenlangen Liste, die ich habe. Genau, wir gucken mal. Ja, Inso ist gerade im Chat. Ein Dank an Inso, der hat mir eine ganz tolle Liste geschickt. Wir hatten jetzt diese Woche leider kein Jungspiel als Stream, aber Inso hat sich rangesetzt und hat eine Tabellenübersicht gemacht, wer wann was gespielt hat. Und da können wir dann, wenn das demnächst weitergeht, ganz entspannt mal schauen, was wir noch an anderen Titeln spielen. Also ich kann mich jetzt nicht mehr rausreden mit der Begründung, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten. Also vielen, vielen Dank, Inso. Schön, dass du gerade im Chat bist. Also das hilft mit Sicherheit extrem, dass wir unsere Erinnerungen so ein bisschen wieder auffrischen können, was in den letzten Wochen gespielt wurde. Ja, ansonsten, was gespielt wurde, wenn wir schon mit Christian ist noch dazugekommen. Alle kommen heute am Anfang. Hallo, Christian. Hallo zusammen. Amen. Hallo. Ja, wollen wir gleich anfangen, Hallo. Was wir gespielt haben? Weil sonst Arne vielleicht nachher dann nicht da ist. Willst du vielleicht anfangen, Arne? Ja, ich kann es kurz sagen. Ich hab ein Spiel gespielt und zwar habe ich ja auf meinem Raspberry Pi dieses komische Lacker installiert und da waren dann so ein paar Automatenspiele dabei, die bei Mister nicht dabei sind. Da habe ich eins gefunden, das heißt Fighting Hawk. Das ist auch so ein Schmupp, ganz klassisch. Ich glaube, das war von Taito oder so. Ganz klassisch so, man ist irgendwie ein
Ich kann mich gar nicht erinnern, ob man ein Helikopter war oder ein Flugzeug. Ich glaube, man ist ein kleines Flugzeug, genau. Und das ist total ulkig, weil das ist so total schlicht. Da ist eigentlich nichts Besonderes dran. Aber es ist halt einfach so, du fliegst da rum wie bei 1942, ballerst die Panzer ab auf dem Boden und so. Und nach jeder Mission fliegst du so in die Wolken und wirst dann so rangezoomt an die Kamera und tankst so nach und dann geht's weiter. Aber das war so simpel und so schlicht und irgendwie aber gleichzeitig so schön, auch sehr plastisch in der Pixelgrafik. Und das habe ich richtig lange gespielt. Und ich hab mir dann auch erlaubt, unendlich Continues zu benutzen, also immer wieder virtuelles Geld nachzuschmeißen. Und ich habe es trotzdem nicht geschafft. Ich war dann irgendwann im fünften Level oder so und da wurde es so hammerhart schwer. Die Schüsse der Gegner waren so krass schnell und man selber war so langsam. Und die Rücksetzpunkte waren dann auch immer wieder vor dem Endgegner. Also man konnte den Endgegner nicht irgendwie durch Continue überspringen. Und ja, da bin ich dann gescheitert. Aber da hatte ich immer wieder richtig Spaß. Und das passt voll in mein Thema, gerade weil ich mich voll viel mit Schmups beschäftige und die jetzt tatsächlich habe ich angefangen, auch mal so ein paar einfach mal ernsthaft zu spielen. Total Laune hat das gemacht. Warum spielst du das nicht auf MAME? Warum auf dem Raspberry? Das hat verschiedene Gründe. Also zum ersten habe ich gemessen, dass mein Pi 400 mit diesem Fast Polling und Lacker nur 20 Millisekunden Lag hat, also besser als mein Windows und Mac OS. Also der Lag war so gering und das hat mich dann sehr froh gestimmt, das Gerät halt zu benutzen zum Zocken, weil gerade auch bei so Schmups ist natürlich Lag auch irgendwie schon wichtig. Und das andere, was ich schön finde an dem Gerät, ist, dass es gar keinen Lüfter hat und deswegen auch keine Geräusche macht, weil mein Windows-PC, den mache ich nur an, wenn ich unbedingt muss, weil der röhrt halt wie ein Staubsauger irgendwie und das macht mir beim Spielen einfach keinen Spaß. Und aus diesen ganzen Gründen und auch, weil ich mich gerade mit beschäftigt hatte, da ist eigentlich dieser kleine Pi 400 total nett. Und ja, und dann habe ich auch noch mal, das andere, was ich gespielt habe, war Demon Font. Das ist so eine Art Metal Slug-Klon. Und das ist auch ganz toll. Habe ich aber nur jetzt nicht so lange gespielt. Das ist irgendwie wirklich total dreist alles geklaut. Das ist genau wie Metal Slug, nur halt mit ganz anderer Grafik und auch von einer anderen Firma. Also wer es noch nicht kennt, das Demon Font, das kann man auch halt bei RetroArch über Final Burn Neo oder MAME spielen. Oder halt ganz normal in MAME, wo man will, auch unter Windows. Und irgendwie ist das so eine Art Geheimtipp, weil das Demon Font, das kennt irgendwie keiner. Das ist sowas, Metal Slug kennt ja eigentlich jeder, aber Demon Font kennt irgendwie keiner. Und es ist auch sehr nett. Ja, und ansonsten habe ich nichts gemacht. Ich habe mir noch zwei 5-Terabyte Festplatten gekauft, eine für jeden meiner Mister, weil die 2-Terabyte Festplatten, die an den Mistern dran hingen, waren jetzt voll, dank den ganzen PlayStation-Spielen. Und dann habe ich halt das jetzt alles umkopiert auf 5 Terabyte, damit ich wieder Platz habe. Naja, und dann habe ich dann jetzt also praktisch so, bin ich dabei, alle PlayStation-Spiele, die es jemals gab, da drauf zu kopieren. Das sind halt so ein paar Terabyte. Also zusammen, also alle PlayStation-Spiele sind, glaube ich, so 1,8 Terabyte oder sowas. Und dann noch alle Mega-CD- und PC-Engine-Spiele sind dann auch noch mal so ein paar, also da kriegt man schon fast 5 Terabyte voll, wollte ich nur sagen, ja. Kommt man denn überhaupt dazu, die ganzen Spiele zu spielen? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Ja, nicht, aber ich habe halt, was ich halt wollte, ist, jetzt, weil der PlayStation Core so toll ist beim Mister, ist der da habe ich mir gedacht, nee, ne? Immer noch nicht. Immer noch nicht, aber wird bald. Also der ist echt schon fast perfekt. Und vielleicht noch einen Monat oder so, hat er, glaube ich, gesagt, mit Bug-Testen und Bug-Fixen. Und dann geht der automatisch das Update rein, oder? Genau, irgendwann, in einem Monat oder zwei, dann, jetzt macht der Entwickler gerade Urlaub hier, Ostern, aber das wird nicht mehr lange sein, weil es läuft schon fast perfekt. Und da habe ich mir gedacht, mit diesem Gerät, wo wirklich jetzt die PlayStation so super läuft, da will ich wirklich mal alle Spiele haben. Weil dann kannst du, ich will die auch nie alle spielen. Aber ich habe diese Idee, dass ich, wenn ich irgendwer mir sagt, es gibt ein cooles PlayStation-Spiel, dann muss ich nicht lange runterladen, dann habe ich es gleich sofort, kann ich es gleich sofort antesten, wenn ich irgendwas empfohlen bekomme oder so. Aus dem Grund einfach. An dem Tag geht die Festplatte kaputt. Ja, genau, vor allem, ja. Ich habe die dann auch auf EXFAT formatiert. Das ist natürlich ein bisschen krass, irgendwie so eine 5-Terabyte-Flashplatte auf EXFAT-Format. Warum ist das krass? Also die vorgeschriebene Clustergröße ist bei EXFAT bei 5 Terabyte, war bei mir, glaube ich, 256 Kilobyte pro Cluster. Hat denn EXFAT nicht mehr? Das ist doch, ich dachte, die hätten deutlich auch über 2 Terabyte oder nicht? Oder verwechsel ich das jetzt? Natürlich, das geht. Dafür ist es ja auch gedacht, dass man größere Files und große Festplatten auch nehmen kann. Bei FAT32 geht es zwar auch, aber da ist es wohl nicht so optimal. Aber das mit der Clustergröße war halt nur ein bisschen komisch. Also dann ist auch was ganz Komisches passiert, weil ich habe die eine
kann ich ja eben erzählen, weil ich mich damit so beschäftigt habe. Ich habe halt die eine Festplatte als ExFAT-Festplatte unter macOS formatiert mit dem Disk Utility. Und das lief natürlich super. Und dann lief auch unter Windows super. Und das hatte dann so eine Clustergröße, glaube ich, von 256 Kilobyte. Und dann habe ich eine in Windows formatiert mit der Standard-Clustergröße, die Windows vorschlägt. Das kann man gar nicht, konnte man im kleinen Format-Utility gar nicht sehen, was das ist. Das war einfach Default. Dann habe ich halt Default ausgewählt und dann kam man mit so einem komischen FSUtil oder so einem komischen Befehl oder WMIC-Shell-Kommando in Windows, DOS-Kommando, das heißt ja nicht DOS, wie heißt denn das? Shell heißt es ja auch nicht. Kommandozeile, sagt man meistens, CMD, aber, ja, Kommandozeile, Kommando, ja. WMIC, konnte ich dann nachchecken, was für eine Clustergröße die Festplatte hat, die ich unter Windows mit Default formatiert hatte. Und die hatte halt eine 2 Megabyte Clustergröße. Und das ging halt gar nicht, weil ich habe dann so diese ganzen C64-Dateien da auch drauf kopiert, die ich ja auch auf dem Mister da dann benutze. Und da sind halt ganz viele Dateien, so 16 Kilobyte, 5 Kilobyte, dann davon halt 500.000 Dateien. Und dann jede Datei hat dann immer, glaube ich, 2 Megabyte belegt wegen dieser Clustergröße. Also, und dann musste ich halt die Festplatte nach ein bisschen kopieren, nachdem das mit dem Kopieren so ganz komisch nur so langsam ging und auch, glaube ich, viel zu viel Platz verschwendet hat, zumindest ging der Platz sehr schnell weg, habe ich dann einfach die neu formatiert, auch unter macOS, und dann hatte sie auch die kleine Clustergröße und dann ging es wieder. Also das ist auch so komisch, dass ich jetzt wirklich unter macOS meine ExFAT-Partition sozusagen formatiere, weil es einfach besser geht, weil es besser funktioniert als Windows selber. Also, naja, also 2 Megabyte. Ich glaube, das bedeutet ja, dass jedes kleinste File, selbst wenn es nur ein 16-Byte-File ist, 2 Megabyte verbraucht. Das ist richtig, ja, klar. Oh, und das ist die Default-Einstellung anscheinend bei Windows. Das kann es doch nicht sein. Also Wahnsinn. Das ist der Standard von ExFAT. Das ist vorgeschrieben. Oh Gott, ja. Bei dem Maximum geht es bis zu 32 Megabyte hoch, die Clustergröße. Ab 64 Terabyte Platten hast du 32 Megabyte Clustergröße normalerweise. Ist, du kannst das natürlich immer noch anders formatieren. Warum wird denn das so hoch vorgegeben? Ja, warum? Vielleicht damit die Gesamtanzahl der Cluster halt reinkommt. Du musst bedenken, das ist bis 512 Terabyte die 32 Megabyte Clustergröße. Es könnte ja sein, dass einem irgendwann diese Clusteranzahl, diese Zähler, dass der dann sozusagen überläuft, weil man so viele Cluster hat, dass der das gar nicht mehr zählen kann oder so. 64-Bit-Wert, wenn ich das richtig erinnere bei ExFAT. Ah, okay. Ja, dann weiß ich es auch nicht genau, aber das ist immer so ein Hin und Her. Genau. Wäre es ja irrelevant, wie groß deine Festplatte ist, wenn du 70 Dateien draufpackst, ist sie immer sofort leer, ja. Sofort voll, meine ich, Entschuldigung. Sie wird schneller voll, als man denkt, sagen wir so. Also wesentlich schneller, ne? Das ist halt das Problem. Also, naja, aber dann ist mir auch ein Fehler passiert. Da ist dann wirklich mein USB-Hub mit einmal so, hat sich kurz ausgeschaltet beim Kopieren der ganzen Dateien. Dann war natürlich dieses ExFAT erstmal korrupt. Da war dann ein Verzeichnis, was ich nicht mehr löschen konnte. Dann musste ich also Disk-Check drüber laufen lassen und das hat auch einen ganzen Tag gedauert. Also gestern 8 Stunden lang lief erstmal Check-Disk oder wie das heißt, dieses Windows-Programm, um diese ExFAT-Festplatte wieder zu reparieren. Hat dann aber auch funktioniert, dann konnte ich dieses Verzeichnis wieder löschen. Das war irgend so ein CSDB-C64-Verzeichnis und jetzt geht alles. Also ja, und das Schöne ist, jetzt habe ich halt an meinen beiden Mistern jeweils eine 5-Terabyte-Festplatte. Da ist jeweils alles drauf, sozusagen dupliziert. Aber gleichzeitig ist natürlich das eine auch mehr oder weniger das Backup der anderen. Also das ist ja eh immer gut, wenn man ein Backup hat. Also von daher ist das jetzt gar nicht so eine Verschwendung. Aber eigentlich müsste ich natürlich einen NAS haben oder sowas, also einen zentralen File-Server, weil inzwischen wird es echt ziemlich, läuft es aus dem Ufer so ein bisschen mit meinen ganzen Festplatten und den ganzen Spielen und überall auf jedem Gerät immer alles sozusagen zu duplizieren. Ich bin da eher inzwischen im anderen Weg und packe nur noch die Sachen drauf, die ich wirklich spiele. Da muss man halt manchmal suchen, aber ich finde diese Sammelwut ist manchmal extrem. Das hatte ich ja teilweise auch, aber was nützt es mir, wenn ich da 30.000 Sachen drauf habe, wenn ich 29.000 nicht anfasse? Nur mit dem Gefühl, ich könnte es ja mal machen, wenn es einem vorsteht. Ist bescheuert. Eigentlich ist es ein bisschen übertrieben. Ich habe es aber letztes auch mal gemacht. Ich hatte halt das Problem, mich zu entscheiden, weil ich hatte mit der 2-Terabyte-Festplatte eh nicht genug Platz für alle Spiele. Und dann musste ich halt durch die Tausenden von Spielen durchgehen und mich entscheiden, das will ich haben, das will ich haben. Und diese Entscheidung hat im Grunde länger gedauert, als einfach alles drauf zu packen, wenn man Platz hat. Ich habe es bedarforientiert gemacht, was ich denn gerade spielen will, und dann ist es angewachsen. Ich finde es beim Mister halt ziemlich genial, wenn ich es auf einer SD-Karte lasse, weil dann habe ich nicht so viel dran rumhängen und habe es in Anführungszeichen noch portabler. Ich finde es halt ganz schön, dass der bis auf den USB-Hub nicht allzu sehr wächst im Volumen. Das finde ich ganz schön. Also was mir sehr gefällt an der Festplatte ist, dass wenn jetzt zum Beispiel im Stammtisch Oliver irgendein obskures Schmupp, sagen wir mal PlayStation-Schmupp erwähnt, dann weiß ich gleich, ich kann es sofort starten. Ich muss es nicht erst runterladen, ich habe es gleich schon drauf.
Das ist der einzige Grund eigentlich, diese, ja, dass das dann so komfortabel ist. Und eben, dass ich mich nicht entscheiden muss, was wähle ich aus und was lasse ich weg. Heutzutage kann man es halt einfach, die Kapazitäten hat man ja halt einfach. Es kostet ja jetzt nicht so und viel. Es kostet nichts. Ich meine, 5 Terabyte Platte kostet, glaube ich, $100 hat mich das gekostet, ja, eine Platte. Ist auch nicht. Also ganz ehrlich, das für $100 sind $100. Aber es, man kann es sich leisten. Aber für den Platz, den man bekommt, ist es schon Wahnsinn. Also wie viel man bekommt für $100, dass man 5 Terabyte dafür bekommt. Also wahrscheinlich auch aus der Vergangenheit, dass ich noch so damit groß geworden bin, wo ein paar Gigabyte noch richtig teuer waren. Da ist das natürlich der Wahnsinn. Aber ja, ja klar, es ist natürlich schon eine Ausgabe. Aber diese SD-Karten sind ja auch nicht so billig. Also eine 512 Gigabyte SD-Karte kostet auch noch so um die $100, glaube ich. Und das ist ja weniger als ein Terabyte. Also ja. Festplatten sind erstaunlich viel billiger als SD-Karten. Aber es ist halt so schön, ja, und auch robuster. Ist aber halt schön, weil es im Gerät ist. Robuster ist wieder so ein Ding. Also, jein. Also SD-Karten sind ja eigentlich nicht davor gemacht, als Festplatte zu missbrauchen. Naja, jein. Also wofür denn sonst? Ich meine, das ist doch gerade der Einsatz. Ja, aber gerade wenn du, das haben wir ja schon erfahren, oder beziehungsweise Danny hat das ja dann leidvoll festgestellt, wenn du mal so Windows XP dann mit Swapping dann auf eine SD-Karte dann betreibst, dann kann die halt dann schon sehr schnell hinübergehen. Es gibt auch Karten, die das besser abkönnen. Also das kann sein. Das kann man nicht so alles auf einen Kamm. Das kann sein, aber die haben ja nur gewisse Schreibzyklen auch, die SD-Karten. Ja, das ist ja dann Flash-Speicher. Und sie haben jetzt nicht kein so ausgeklügeltes Management wie eine SSD. Genau, das nicht. Aber die sind ja eigentlich ja ursprünglich auch nicht dafür gemacht, Daten häufig zu beschreiben und zu löschen. Ja, also wenn du da anguckst, wo die herkommen, war halt in so Digitalkameras. Genau. Ich sagen, da wird das ständig und da hast du die getan. Also das ja, hat man mehr gemacht als auf anderen Systemen. Aber da hast du halt als professioneller Fotograf, da hast du halt deine SD-Karte halt kaputt gehabt, da hast du neu genommen. Hast du genau. Eh noch ein paar dabei. Und ganz ehrlich, so viel gehen gar nicht kaputt. Also ich arbeite nur seit langem in dem Job als Fotograf und so ja, viele SD-Karten haben wir nicht kaputt gekriegt. Das ist du, eine Handvoll. Du wirst doch nicht tausendmal die füllen, die SD-Karte. Doch. Wir haben mal Termine gehabt, wo du 500 bis 3000 Fotos machst. Die Karte wird jeden Tag formatiert oder gelöscht und du hast 2-3 Karten im Wechsel. Das ist schon ein ganz gutes Aber tausendmal, das heißt, dann hättest du jeden Tag 3 Jahre lang, würdest du dann die Karte vollschreiben? Ja, nicht komplett. Voll. Wir schreiben sie halt nicht voll, aber sie wird immer wieder benutzt und das ist ja auch schon dann eigentlich nicht gut. Es wird ja aber gleichmäßig halt immer durchgeschrieben. Das heißt, wenn du die Karte jetzt dann nur zu 30% auslastest, dann hast du ja dann schon wieder dann die dreifache Zeit, die du es nutzen kannst. Also dann kannst du ja dann gleich schon dann wieder fast 10 Jahre schreiben. Das hast du aber generell, also das ist ja genau der Punkt. Das hast du auch, wenn du die als Windows XP-Platte benutzt. Ja, aber wenn du jetzt irgendwie, gerade bei den Betriebssystemen, dann viele kleine Daten hast, ja, wo dann halt irgendwo... Ja, aber viele kleine Daten sind halt wie viele kleine Daten, sind nur kleine Daten. Das sind ja nicht Haben die aber nicht auch eine Cluster? Also die haben ja auch Cluster, die dann beschrieben werden. Ja klar, die haben Blöcke. Ja. Aber du, ich meine, auch bei einer 5-Terabyte-Platte schreibt man ja nicht ständig alles neu. Der größte Teil der Daten, der bleibt da einfach liegen, so wie er ist. Das ja. schreibt man also nicht jedes Mal 5 Terabyte neu. Ich bin skeptisch. Also ich wäre halt da echt vorsichtig, ein richtiges Betriebssystem dauerhaft von einer SD-Karte laufen zu lassen. Das machen doch die ganzen Raspberry Pi-Distributionen die ganze Zeit eigentlich nur. Das funktioniert ja. Also. Man kann das natürlich dann auch optimieren. Also man kann ja das Betriebssystem auch so ausrichten, dass dann halt möglichst wenig Schreibzugriffe erfolgen. Das geht ja eigentlich auch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch einige Linux-Distributionen gibt, die dafür optimiert sind. Ich glaube, dieses macht man überhaupt noch Swapping heutzutage, weil eigentlich haben die Geräte doch alle so viel Speicher, dass man gar nicht mehr auslagern muss, ne? Den Speicher. Beim machst du vielleicht noch Swapping, aber auf der anderen Seite eigentlich auch nicht, weil wenn es so weit kommt, ist es so langsam, dass du sie vergessen kannst. Weil das Interface vom Raspberry Pi für die SD-Karte ist ja nicht das Limit der SD-Karte. Das ist ja wesentlich niedriger. Wobei das jetzt bei den neuen Versionen doch deutlich besser geworden ist. Aber die frühen Raspberry Pi-Versionen, da hast du ja ein paar Megabyte pro Sekunde, wenn du Glück hattest. Ich denke auch, Ingo, das Hauptproblem war immer dieses Swapping, aber das ist gar nicht mehr so wichtig geworden inzwischen. Ja, du hast schon oft, also gerade wenn du billige SD-Karten nimmst, hast du schon oft welche, die weiß mal sterben. Also da gibt es schon viele negative Erfahrungen, das gibt es schon. Aber ich würde das nicht als generelles SD-Karten-Limit sehen, sondern halt, es gibt halt unterschiedliche Qualitätsstufen. Und meist ist das Zeug, was in USB-Sticks und SD-Karten gelandet ist, gerade in dem billigen, halt der Ausschuss ja nicht zu den SSDs geworden ist. Genau, weil so verschieden sind SSDs und SDs ja auch gar nicht, oder? Also eigentlich ist das ja die ähnliche Technologie irgendwie. Die eigentlichen Speicherzellen sind im Prinzip dieselben. Ja, der Controller ist aber bei einer SSD halt deutlich aufwendiger. Die Anforderungen sind auch wesentlich anders. Die Geschwindigkeit ist ja auch viel, viel höher bei SSD. Eben.
Aber dafür finde ich SD-Karten noch recht teuer, weil die sind ja mittlerweile auf dem gleichen Niveau wie eine SSD eigentlich. Ja, und die sind gar nicht so viel billiger, das stimmt. Aber dafür aber kleiner, klar. Ja. Das ist halt vor allem diese Micro-SD-Karten, die passen ja halt auch wirklich in jede Action-Cam rein. Vor allem, was ich schon für ein Geld verschwendet habe, weil ich mir immer neue kaufe von diesen Micro-SDs. Und eine Zeit lang waren halt die 64 GB arschteuer und dann gab es die 128 GB. Ich habe dann auch so immer so aufgerüstet und das praktisch immer gekauft, wenn es alles am teuersten war sozusagen. Also ich habe bei ganz vielen Geräten, suche ich immer noch sehr kleine Karten, weil die einfach so günstig sind. Zwischen jetzt als Beispiel beim Amiga Mini jetzt oder bei solchen Geräten oder bei irgendwelchen anderen Retro-Geräten, wo ich von SD-Karte lade und speichere, da suche ich halt 4 GB oder 8 GB Karten, die kriegst du hinterhergeschmissen und da kriegst du ja fast schon ein komplett Archiv drauf. Dann nutze ich natürlich dann nur die kleinen Karten, weil warum soll ich in einer Amiga Mini eine 64 GB Karte stecken zum Beispiel? Es ist aber echt, also wirklich totale Geldverschwendung, weil der Preisverfall bei den Micro-SDs zumindest so krass. Es ist dann Geldverschwendung, wenn du die kaufst, obwohl es sie nicht braucht. Aber du kaufst, wenn du eine 4 GB oder eine 8 GB Karte, die kosten ein paar Euro. Und das ist ja ein aber Netze. Eine Zeit lang waren die mal teuer. Irgendwann ja, aber ich sage ja jetzt, ich habe zum Beispiel jetzt, brauche ich Karten für einen Amiga Mini. Ja, das macht Sinn. Dann nehme ich dann 4 GB Karten, die werden verramscht für 5 Euro, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Und 8 GB Karten kosten auch nichts mehr. Und da kriegst du ein Gesamtarchiv drauf. Da brauche ich keine größere Karte, weil da kommt niemals mehr drauf. Das ist Blödsinn. Und da spare ich dann natürlich richtig Geld im Verhältnis zu anderen Karten oder Festplatten. Da kommt die kleinste SD-Karte rein, die für das Gerät sinnvoll ist. Ja, ich habe es halt genau falsch rum gemacht. Ich habe alles gekauft, wenn es am teuersten war und danach ist der Preis halt in den Keller gegangen, immer so war es halt. Weil du unbedingt haben wolltest, 64 GB SD-Karte, wo es die halt gerade gab, ist das halt cool, aber ja, kostet das. Man hat halt damals dieses geniale Gefühl gehabt, so viel Speicher auf meiner PSP zu haben wie noch nie zuvor und so, das war halt der Wahnsinn, stimmt. Es hat natürlich auch was gebracht, so es war schon cool. Wenn es fürs Gerät sinnvoll ist und du es da brauchen kannst, klar. Nur wie gesagt, die Beispiele, die ich eben nannte, da ergibt es da keinen Sinn mehr reinzustecken. Da wird es mir ja wehtun, 64 GB reinzustecken, wenn man im allerhöchsten Fall 4 oder 5 beschreiben kann. Weil mehr Daten gibt es einfach nicht für das System. Ja. Ja, man findet auch immer noch Nutzen für die Kleinen. Ich habe mir dann auch irgendwann ja dieses Everdrive für das N64 geholt. Genau. Da brauchte ich gar keine große, ne, weil die Spiele sind klein, da kriegt man alle das drauf auf eine 16 GB. Ja, genau, was du meinst. Dafür kann man es immer gut benutzen, ja. Ist auch mal sinnvoll, ein paar zu haben. Mit dem Amiga Mini ziemlich viel rumgespielt. Ich wollte jetzt auch mal wissen, wie der wirklich ist und wie man den so benutzen kann. Und den haben wir jetzt ausgiebig getestet. Auch Christian konnte den mal ausprobieren. Der kann uns ja auch noch mal was nachher dazu sagen. Sein erster Eindruck ist ja mal interessant, wenn jemand mit anderen Gesichtspunkten daran geht, aber das hat mir gefallen, das Gerät, obwohl ich eigentlich kein Fan bin von diesen Emulationen wieder, aber die haben irgendwas bei dem, da ist ja dieses wie heißt dieses Linux, komme ich nicht auf den Namen, da ist ja die spezielle Version drauf von dem Betriebssystem und die haben das hingekriegt, wie auch immer, dass der Lag so gering ist, dass ich nicht weiß, wie sie das geschafft haben, weil ich habe da meinen Test gemacht, ich nehme beim Amiga immer das Shufflepack-Café als Test und auf dem Original-Amiga komme ich dann zu Level 4, 5 entspannt, auf dem Emulator schaffe ich kaum die ersten ein, zwei Gegner, weil es einfach nicht präzise genug ist und dann teste ich das am Amiga Mini und habe auf Anhieb die ersten 4 oder 5 Gegner erledigt. Also da muss, ich habe es jetzt nicht nachgemessen, aber da muss der Lag richtig gut sein. Mit irgendwelchen Tricks oder aus irgendwelchen Gründen ist der viel besser als auf einer Emulation am PC oder auf anderen Systemen. Ich weiß nicht warum, vielleicht hat es ja schon mal jemand gelesen oder gehört, aber da haben die irgendwas gut gemacht. Ich weiß noch nicht was. Beim A500 Mini? Ja, der hat super, super Lag und auch die Hardware ist echt gut, also die Maus und das Joypad. Das Einzige, was mich genervt hat, ist, dass er teilweise auch Soundfehler hat. Bei Shufflepack Café klirrte es manchmal nicht, sondern piepte. Und bei einigen Spielen fehlte gefühlt manchmal eine Stimme. Also bei Pinball Dreams fehlten auch Sounds. Ich habe gerade, während ihr euch ausgetauscht habt, nach Videos geschaut, nach Amiga Walkthroughs oder Playthroughs zu Pinball Dreams, weil ich einfach wissen wollte, ob das wirklich so sein soll. Nee, da fehlte was, habe ich auch gefühlt. Da fehlt ganz gewaltig was. Ja, aber lustigerweise nicht überall. Die haben bei einigen Spielen Soundprobleme. Wie gesagt, bei Shufflepack Café fehlen richtige Töne und sind falsch. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, ich war halt begeistert, wie gut die erstmal die Optik und Haptik des Gerätes war und wie gut tatsächlich die Eingabegeräte abgestimmt waren auf das Gerät. Also ich habe nicht gemerkt,
bis auf diese Tonprobleme, dass ich auf einer Emulation spiele. Und das soll schon was heißen, weil sonst reg ich mich darüber ständig auf, dass man halt gewisse Spiele wie Wintergames oder Shufflepuck Café oder was auch immer nicht vernünftig spielen kann. Und das ging erstaunlicherweise. Und man hat mir da vor Ort noch gesagt gestern, das liegt an der neuen Version dieses Betriebssystems, dass die darauf optimiert seien. Und das hätte mich jetzt mal interessiert, wie das technisch geht, was sie da gemacht haben. Aber soweit habe ich mich da noch nicht reingelesen oder reingearbeitet. Aber ich habe jetzt auch das Gefühl von meinen eigenen Lag-Tests, das kann ich auch von meinen Tests jetzt mit diesem Pi 400 eigentlich nur bestätigen, dass Linux jetzt einfach mal so direkt für Input-Lag besser ist als Windows oder Mac OS, wenn man da nichts groß macht. Naja, aber es hat sich gebessert in den letzten Jahren. Mich würde interessieren, was haben die an den Emulatoren geändert, dass dieser Input-Lag so viel besser geworden ist? Also vielleicht haben sie ja in dem 500 Mini auch dieses Fast-Polling aktiviert, dieses 1000 Hertz USB-Polling schon mal gleich, dass der Lag weniger wird. Und dann eben, vielleicht haben sie auch noch woanders was optimiert, aber irgendwie ist Linux eigentlich da echt sehr gut. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ja, gut, und aber, übrigens. Jetzt wird sich Mini zum Beispiel oder der Maxi, da merke ich den Lag. Und beim Amiga Mini habe ich ihn jetzt tatsächlich gefühlt bei den Spielen nicht gemerkt. Man müsste es auch messen, aber übrigens, ich habe gelesen, in dem Mini läuft eine 2 Jahre alte Version von AmiBerry, nämlich Version 3.3. Und inzwischen ist der Emulator schon bei Version 5 oder so. Und die ist also, bis auf die Soundfehler anscheinend schon echt gut, also erstaunlich. Die war damals schon gut, aber die wird dann bestimmt auch nochmal mit irgendwelchen Firmware-Updates geupdatet, dass dann die Sounds auch bei den Spielen, dass dann auch mehr Spiele funktionieren, weil das AmiBerry kann man ja eigentlich im Grunde ganz einfach updaten. Und die haben aber, auch eine Sache jetzt schon gemacht, wo sie jetzt bei sind, bei den ersten Versionen jetzt, man kann ja nur im Augenblick WHDs, also Festplatten-Images einlesen und die müssen ja mit LAA gepackt sein und auch dann in so einer Beschreibungsdatei drin sein, damit die auch sauber gestartet werden. Und da hat jetzt tatsächlich jemand sich die Mühe gemacht, hat diese Datei schon mal neu erstellt und dann laufen nicht nur 40% der Sachen vom Stick, sondern es laufen dann tatsächlich bisher fast 100% der Spiele. Also ich habe keine Spiele mehr gehabt, bis auf 1-2 Ausnahmen, die nicht mehr starten. Also das hat schon jemand intern gepatcht sozusagen, also echt stark. Oh, Arne ist gegangen. Aber finde ich interessant, Christian, dass du auch sagtest, da stimmt was mit dem Ton nicht. Also das Gefühl hatte ich definitiv. Also irgendwie ist da noch was im Argen. Ich habe mal eine Frage. Du hast ja vorhin gesagt, Patrick, dass du SD-Karten, die du also nutzt für Fotografieren, immer wieder überschreibst. Aber ich mache das zum Beispiel so, dass ich jetzt, wenn ich in Urlaub fliege, dann hole ich mir eine SD-Karte, eine neue, und mache die voll. Und wenn die voll ist, dann archiviere ich die, beziehungsweise nutze die halt auch als Backup. Also ich kopiere die dann schon noch auf andere. So Quatsch mache ich nicht, weil dann bräuchte ich pro Monat 40 Karten. Oder 30 Karten, das wäre nicht, also zu normalen Zeiten, das hätte ja nicht funktioniert. Das ist ja, wozu, und die gehen ja auch irgendwann kaputt bei Lagerung, wenn du es nicht immer wieder reinsteckst. Ich habe immer wieder, ich habe nie auf SD-Karten archiviert. Das ist ja auch in dem Job, den ich mache, Blödsinn, weil von den 1000 Bildern, die ich mache, behält man ja nur 200, den Rest löscht man ja. Wie lange halten die denn ohne Strom? Weiß ich nicht, aber nicht so lange, wie man denkt. Also ich glaube 10 Jahre, sag ich, wie finde ich es falsch, ich glaube, man sagt 5 bis 10 Jahre oder sowas, ich weiß es aber nicht, ob das stimmt. Und als Langzeit-Backup ist es nicht gedacht. Nee, ja, das nicht, aber ich habe die ja dann in der Cloud gespeichert und sonst noch, ja, also an ihre Stellen. Aber und ich war doch keine Karte, auf die ich teuer gekauft habe, die benutze ich doch dann weiter. Ich sage, vor allem, wenn du es jobmäßig machst, dann wolltest du, wie gesagt, Dutzende von Karten, kannst vergessen. Ja, gut, das kann sein, also... Ich meine, gut, wir reden jetzt hier vielleicht von so 128 Gigabyte Karten und die kosten ja auch nicht mehr so viel. Ich benutze bis heute viel kleinere Karten. Ich brauche wenn ich einen Fotojob mache, brauche ich, also eine 16 Gigabyte Karte komme ich sehr gut hin. Eine 8er wird auch noch reichen, entspannt, weil die Bilder sind ja zwar viel größer als früher, aber du verschießt ja nicht Gigabytes. Das muss man ganz klar sagen. Wenn du 1000 Fotos machst und ein Foto ist dann zwischen 4 und 8 Megabyte als je nach Kompression, dann bist du auch immer noch bei unter 8 Gigabyte. Also das ist nicht das größte Problem. Denn da brauchst du nicht die größten Karten. Außer du bist halt an einem Tag auf mehreren Terminen und hast keine Zeit zwischendurch was abzuarbeiten. Dann hat man eine 460er Karte oder sowas. Das mache ich auch, aber nicht ständig. So, hat noch jemand was Schönes gespielt? Ich kann nur noch ein Spiel bieten, das werde ich aber am Sonntag im Podcast eher erzählen. Ich bin tatsächlich jetzt mit Horizon Zero Dawn Forbidden West durch, so heißt das nicht, aber Horizon Forbidden West durch. Ich habe es tatsächlich geschafft, es dann durchzuspielen. Es hat mich am Ende sehr versöhnt, weil man kann ja auch dann endlich fliegen, wenn man es begriffen hat, wie es geht. Und jetzt habe ich meinen zweiten Flugsimulator, Ingo. Ja. Also ich bin noch nicht weitergekommen jetzt seit 3 Wochen. Also du weißt, dass ich bin ja ein Fan, wie gesagt, von sinnlosen Rumfliegen. Und man kann mit den Maschinen ja fliegen, das ist ja kein Spoiler, aber ich konnte es halt noch nicht, weil ich halt da noch nicht war an der Stelle. Und man kann jetzt durch die ganze Welt
fliegen und weit, wenn man Lust hat, halt auch weitere Nebenmissionen machen oder auch nicht. Und ich habe es tatsächlich mich dabei erwischt, dass ich 20 Minuten lang durch die Gegend geflogen bin. Also wie beim Flugsimulator. Jetzt gefällt mir das Spiel richtig gut. Nein, fand ich lustig, weil es einfach ein Genuss ist, diese ganze schöne Welt mal aus der Vogelperspektive zu sehen. Das ist so toll gemacht. Also das hat mir nochmal so einen extra Kick gegeben. Jetzt habe ich sehr gemocht. Das Spiel ansonsten auch, aber diese Funktion fand ich halt toll. Ich bin beim ersten Teil nämlich gar nicht geflogen, weil ich keine Lust hatte, mir das anzueignen, die Fähigkeiten. Und beim zweiten Teil passiert das mehr oder weniger, kommst du da nicht drum rum. Und das war toll. War einfach toll. Ja, muss ich mal schauen. Also ich werde es definitiv irgendwann mal weiterspielen, aber ich habe irgendwie da keine Nerv. Also derzeit zocke ich auch nur kurze Sachen. Ich spiele ja momentan dieses Hot Wheels, so ab und zu mal ein bisschen so zwischendurch. Aber für längere Sachen habe ich derzeit wenig Muße und Zeit. Außer natürlich ist es Life is Strange am Mittwoch. Das genieße ich eigentlich immer. Das ist wirklich sehr schön. Ich fand unsere eine Entscheidungsfindungsphase da sehr schön, wo wir bei vier Leuten ein Putt hatten. Das war sehr schön. Ja, also das macht wirklich Spaß. Aber wie soll man sagen? Also bei Horizon Forbidden West musst du halt auch viel arbeiten irgendwie. Gell? Du musst halt viel machen. Musst du ja nicht. Ich mach's ja nicht. Das liegt ja daran, wie du spielst. Also ich spiele jetzt auch die Nebenmission tatsächlich nochmal in Ruhe weiter. Aber ja. Viel arbeiten muss ich dann nicht, weil ich gemerkt habe, dass du auch diese ganzen Farming-Geschichten, wollte ich gerade sagen, du musst dich nicht so hoch aufleveln, wie man denkt. Das ist in dem Level, wie ich spiele, ist das entspannt. Also, aber die Story, die catcht mich halt momentan nicht so, finde ich. Nee, die war tatsächlich für mich auch beim ersten Teil emotionaler oder ergreifender, aber ich finde sie insgesamt gut, nur die ist mir viel zu lang, ist doof. Also ich könnte sie auch bis heute nicht in drei Sätzen nacherzählen. Es passiert einfach viel zu viel. Da hätten andere... da hättest du 10 Spiele daraus bauen können von der Story. Das war mir irgendwann auch zu viel. Und das kann man auch dann nicht mehr nacherzählen in dem Sinne. Aber gestört hat es mir auch nicht. Das Problem ist halt, bei dem ersten Teil, da war ja eigentlich so der ganze Plot durch das Spiel, ist man auf der Erde? So die Frage. Mhm. Ja, und das hat sich halt jetzt im zweiten Teil irgendwie, es gibt halt keine Geheimnisse mehr so richtig. Ja, ich finde es halt nur, es verzettelt sich extrem und es ist sehr gedehnt, sehr gestreckt, aber es hat mich nicht groß gestört, weil nachher war mir die Story dann auch, ich will nicht sagen, egal, aber dann hat man sich halt die Elemente rausgesucht, die man schön fand oder die man sich länger angucken konnte und ein paar Sachen habe ich da auch geskippt, die Nebenmission teilweise ausgelassen schon, wie gesagt, und es war mir irgendwann dann zu viel, aber das meine ich gar nicht negativ, weil ich finde es immer noch richtig toll trotzdem, also... Und ich werde es jetzt tatsächlich, im Gegensatz zum ersten Teil, werde ich jetzt beim zweiten wohl doch noch ein paar Nebenmissionen nachholen, jetzt nach dem Ende. Man kann ja wirklich alle Sachen noch nachholen, wenn man will. Und das werde ich vielleicht noch ein bisschen machen, mal gucken. Vor allem, wenn ich jetzt halt von Ort zu Ort fliegen kann, dann habe ich halt tatsächlich diesen anderen Blick und eine andere Form von Spaß da wieder dran. Oliver ist zu uns gekommen. Hallo, Oliver. Hallo. Hallo. Ja, aber ich bin mehr so ein bisschen neben der Spur dabei, weil aktuell läuft ja der Stream von der Revision-Demo-Party gerade. Die ist ja jetzt über Ostern. Und ich bin jetzt gerade mal reingeschaltet, weil eben die Meteorics, das ist so der Demo-Szene-Oscar, das Event ist gerade vorbei. Momentan läuft hier eine Präsentation für irgendwie einen obskuren Modeler, was auch immer das ist. Jedenfalls, also ich bin immer mit einem Auge auf dem anderen Stream unterwegs. Party am Karfreitag, das ist ja, aber es ist immer Karfreitag. Nein, jedes Jahr über gesamt Ostern. Ja. Ich musste nur wieder lachen, weil wir haben ja, wie gesagt, Karfreitag heute bei der Aufzeichnung und heute gab es ja eine Liste in den Zeitungen, was heute alles nicht passieren darf und nicht gemacht werden darf. Das wusste ich auch alles nicht mehr. Gut, dass bei uns der Dom, die Kirmes, nicht stattfinden darf, weil ja keine Musik abgespielt werden darf am Karfreitag. Das wusste ich noch, aber dass ja auch überall nicht getanzt werden darf in Deutschland tatsächlich immer noch und dass im Fernsehen über 700 Filme nicht gezeigt werden dürfen, das war mir gar nicht mehr klar. Finde ich völlig fast schon absurd in der heutigen Zeit. Aber das ist ein Relikt aus der Steinzeit. Deswegen finden die Konzerte am Eröffnungstag hier bei der Revision auch erst nach Mitternacht statt. Genau. Sie dürfen es nicht. Das ist kein Witz. Aber der Witz ist, hier auf dem Nürburgring, da fahren sie noch wie die Verrückten. Ja, heute. Ja, das ist verstehe ich nicht. Das ist ja kein Tanzen. Ja, aber Krach. Das Tanzen und Kino, es geht nicht um Krach. Es geht schon um Krach, aber das ist da nicht drin. Das ist aus der Weimarer Republik, glaube ich, das Gesetz noch. Und die haben auch irgendeine Sache gemacht, dass gewisse Sachen, auch Filme nicht gezeigt werden dürfen, bis heute aus irgendwelchen Gründen. Und da sind Filme mit bei. Gut, das Leben des Brian darf nicht gezeigt werden, das kann ich vielleicht noch nachvollziehen. Heidi habe ich auch gelesen. Aber Heidi darf zum Beispiel nicht gezeigt werden. Aber die haben vergessen, das anzumelden bei der FSK. Das war das Problem. Ich musste so lachen. Deswegen darf Heidi Ostern nicht abgespielt werden und noch diverse andere Sachen. Aber da habe ich auch gedacht, das ist wirklich aus einer anderen Zeit. Also gewisse Sachen verstehe ich, aber das war schon
ganz schön merkwürdig im ersten Moment. Ich darf jetzt auch nicht raus auf den Balkon gehen und anfangen zu singen? Tanzen, es geht ums Tanzen, Ingo. Singen, aber singen darf ich. Ja, ob du singen darfst, das weiß ich nicht, aber... Es hängt davon ab, wenn du Pech hast und jemandem gefällt dein Gesang nicht, dann wird er dich anschwärzen als Tanzveranstaltung. Oder die GEMA kommt vorbei und kassiert erstmal richtig Geld, weil die theoretischen Hörer, da muss ja ausgerechnet werden, wie viel Quadratmeter beschallst du an theoretischen Hörern? Vielleicht ist es auch eine simple Ruhestörung. Oder alles zusammen. Da steht da unten einer vom Ordnungsamt, einer von der GEMA und einer von der Polizei. Auch schön. Ja, finde ich echt schwierig heutzutage. Ist es auch. Ich fand es nur lustig, das nochmal so zu lesen, was da wirklich noch an Relikten übrig ist. Das, ich weiß, bei uns in Hamburg war vor ein paar Jahren noch auf dem Dom die Musik nur aus und die Veranstaltung fand weiter stand. Aber jetzt findet es gar nicht statt am Freitag. Dafür haben sie dann Samstag, Sonntag die Öffnungszeiten erweitert. Also finde ich auch interessant. Hat noch jemand was gespielt, wenn wir schon dabei sind? Ja, natürlich habe ich was gespielt. Ich dachte, heute gab es kein Overload, deswegen bist du so früh zu uns gekommen. Ja, heute nicht, aber es geht ja um die ganze letzte Woche, oder? Okay, dann fangen wir am letzten Samstag an. Da habe ich, glaube ich, Overlord gespielt. Sehr schön. Ja, ich kann jetzt auch berichten, ich habe erst das Sherlock Holmes, Crimes and Punishments, das habe ich jetzt durch. Da hatte ich aber in den letzten Wochen schon öfters was dazu erzählt, da brauche ich jetzt, glaube ich, eigentlich nichts weiter zu erzählen. Ob dir das Ende gefallen hat, ohne zu spoilern, vielleicht noch. Na gut, es sind sechs einzelne Fälle, das heißt, jeder ist für sich abgeschlossen. Da gibt es jetzt kein direktes Ende in dem Sinne. Also es gibt sechs Enden für. Es gibt ja pro Fall mehrere Endmöglichkeiten auch. Aber ja, also es gibt Fälle, die mir besser gefallen haben als andere, definitiv. Und mein Favorit ist immer noch dieses Archäologie-Ding. Das ist, glaube ich, der dritte Fall gewesen, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Die Reihenfolge weiß ich nicht mehr. Also mir haben, glaube ich, alle mindestens ordentlich gefallen. Die meisten haben mir richtig gut gefallen. Ja, also ich will das, also das war jetzt das nicht, dass die Qualität so extrem schwankend wäre, aber also für mich hat halt dieser eine rausgestochen und die anderen sind so alles so Pi mal Daumen auf derselben Höhe, habe ich das Gefühl für mich. Aber also insgesamt kann ich vielleicht sagen, es ist halt auch relativ gut abgewechselt. Also die Fälle haben alle ihre eigene Atmosphäre. Das wird zwar alles noch, das passt alles wunderbar in diese Sherlock Holmes Welt, aber jeder Fall hat so seinen eigenen Vibe, würde ich sagen. Und es ist eigentlich recht gut umgesetzt. Ja. Rückblickend kann ich jedenfalls sagen, für die 5 Euro oder was ich da bezahlt habe im Sale, habe ich es auf keinen Fall bereut. War also eine gute Empfehlung von Oliver natürlich. Ja, das Folgespiel ist halt so eine Sache. Das hat zwar auch sehr schöne Fälle, wie ich finde, nur da haben sie halt zwei Sachen gemacht und zum einen haben sie so eine Art übergeordnete Geschichte drüber gestülpt, die für mein Empfinden nicht so gut funktionierte. Wie sich das wahrscheinlich die Entwickler gedacht haben. Und zum anderen haben sie da angefangen mit Actionsequenzen innerhalb des Spiels und die passen da überhaupt nicht rein. Okay, das kann ich mal vorstellen, dass das nicht, also wenn ich mal jetzt vorstelle, dass da in dem jetzigen Actionsequenzen drin gewesen wären, das hätte überhaupt nicht gepasst, das stimmt. So mit Verfolgungsjagden und irgendwie Hetzen über Häuserdächer und so Zeugs. Aber das passt auch nicht so richtig zu Sherlock Holmes. Ja, wobei, sie haben auch in dem Chapter One sowas in der Art gemacht, dass man da halt auch Verhaftungsszenen hat, wo man halt auch zur Waffe greift, aber die sind da zum Glück optional. Da gibt es nur eine einzige Szene, wo man jemanden verhaften muss, wirklich, und alle anderen kann man überspringen. Das fand ich dann eigentlich einen ganz guten Kompromiss. Ich habe jetzt übrigens auch, nachdem ich jetzt den sechsten Fall da gespielt habe, endlich verstanden, warum ich beim ersten Fall bei diesem Armdrücken gescheitert bin. Und das lag nur daran, dass das Symbol für mich, ich habe das Symbol nicht richtig gedeutet. Du hast ja dann so ein Symbol eingeblendet, du sollst links klicken. Und ich habe das interpretiert, als ich soll die Maustaste halten. Aber was ich hätte machen sollte, ist schnell hintereinander klicken. Das war mir nicht so klar an der Stelle. Das kam beim sechsten Fall dann nochmal vor für was anderes. Und da bin ich da auch mehrfach gescheitert, bis ich halt rausgefunden habe, dass ich da hintereinander klicken soll. Weil es war halt einfach nur rot die Maustaste gezeigt. Das hatte mich etwas verwirrt. Steht bestimmt auch in der Hilfe, wenn ich sie gelesen hätte, aber was soll's, da liest schon die Hilfe. Das Ding hatte die Hilfe? Es gibt so irgendwie, man kann irgendwas einblenden für eine Hilfe, aber ich habe es nie gemacht. Ich glaube, ich auch nicht. Ist egal, weil wie gesagt, es war ja immer durch die Symbole eigentlich völlig klar, was man da tun soll, aber die eine Stelle habe ich halt falsch interpretiert. Naja, passiert. Ist vielleicht auch ein bisschen missverständlich, so wie die Symbole ist, aber ja gut, was soll's. Ja, ich werde durch.
Das geht bei mir auch schnell, was ich gespielt habe, weil ich habe eigentlich nur zwei Spiele mir zu Gemüte geführt, so nebenbei. Das eine ist nach wie vor gewesen das Lego Pirates of the Caribbean, was ich zwar jetzt durchgespielt habe, aber man spielt diese Art von Spiele ja eigentlich immer zweimal, weil man, wenn man durch die Story durch ist, ja die Figuren frei wählen kann innerhalb der Level und kann da richtig experimentieren mit den verschiedenen Sachen. Und da wird eigentlich das Spiel erst so richtig interessant. Und ja, aber da bin ich eigentlich auch kurz davor, dass ich sage, so, es reicht jetzt auch, ist auch gut. Aber macht halt wirklich Spaß. Sonst, es ist ja ansonsten eine reine Sammelorgie, das ganze Teil. Also man puzzelt sich so durch. Man, ich weiß nicht, wer mal unterm Stein gelebt hat und hat noch nie ein Lego-Action-Spiel gespielt. Das läuft ja so ab, dass man zwei Figuren parallel immer zur Verfügung hat, mindestens. Und zwischen denen schaltet man hin und her. Die Figuren haben jeweils an die entsprechende Lizenz oder an die Charaktere aus der entsprechenden Lizenz angelehnte Fähigkeiten, sodass da auch solche Situationen entstehen, so ähnlich wie bei Lost Vikings, dass man halt bestimmte Sachen nur machen kann, wenn man eine bestimmte Figur steuert. Einer kann nur graben oder sonst wie. Oder unter Umständen kann er graben, wenn er irgendwo eine Schaufel findet oder sowas. Und das Ganze wird dann auch schon mal unterbrochen mit Kämpfen, wobei die Kämpfe sind nicht der Rede wert, weil so wirklich, man kann zwar sterben, aber man ist irgendwie so binnen zwei Sekunden wieder da, wo man eigentlich gestorben ist. Ansonsten ist das eigentlich mehr so ein klassisches Puzzle-artiges Spiel. Also es hat eigentlich recht starke Adventure-Züge schon fast, weil man eigentlich immer nur ausprobieren muss, was man an welcher Stelle wie bauen muss und einsetzen muss. Und auf der anderen Seite eigentlich permanent am Sammeln ist, weil man fürs Sammeln auf die Dauer sich halt auch weitere Charaktere erspielt, irgendwelche sonstigen Teile oder sonst wie. Also wenn man der Meinung ist, dass solche Spiele wie Donkey Kong 64 oder Banjo-Kazooie und wie die alle hießen, wenn das Sammelorgien waren, also Lego legt da noch einige Schippen mehr obendrauf. Also ich kenne keine Spiele, wo man so viel sammeln muss. Das macht allerdings tatsächlich eine Weile sehr viel Spaß halt, ne? Und deswegen hänge ich da auch nach wie vor drin. Und das andere Spiel, was ich halt parallel momentan noch ein bisschen spiele, ist halt Baphomets Fluch 5, der fünfte Teil davon. Ach, den es kostenlos gab bei Gold, glaube ich. Ich habe das aber vorher schon gehabt. Ich war damals okay. Ich hatte damals bei der Kickstarter-Kampagne auch mitgebackt. Ah, okay. Und wie ist das? Es ist gut. Es ist, ich würde sagen, unterm Strich ähnlich gut wie der zweite Teil. Vielleicht nicht ganz so, weil die erste Hälfte vom Spiel so ein bisschen braucht, bis sie in die Gänge kommt. Aber es ist definitiv besser als die beiden 3D-Teile. Das ist lustig. Ich habe den nämlich als allerersten Teil gespielt. Vorher habe ich Baphomets Fluch nie gespielt. Habe mir dann den fünften Mal geholt, ein paar Jahre nachdem er da auf Kickstarter war. Und danach habe ich dann in einer Woche danach noch den ersten und den zweiten nachgespielt. Und den dritten und vierten, den habe ich bis jetzt nicht angefasst. Ich habe nur diese 2,5, diese Fan-Fortsetzung mal noch gespielt. Das sind so meine Baphomet-Flugerfahrungen. Und rückblickend betrachtet, der erste ist schon der stärkste. Ja, denke ich auch. Auch wenn er als Ende ein bisschen, gegen Ende, die letzten Sequenzen, die sind irgendwie ein bisschen überstürzt irgendwie. Die kommen mir nicht so richtig komplett ausgearbeitet vor. Aber egal. Ich glaube, das ist aber ein Problem, was Adventures sehr häufig haben, ein vernünftiges Ende finden. Wie findet ihr denn, dass Monkey Island jetzt doch weitergeht? Das war doch auch eine schöne Meldung in den letzten Tagen, oder? Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Vor allem, die wissen, dass seit mindestens 2 Jahren arbeiten sie dran. Es soll dieses Jahr noch erscheinen. Also ich habe gestern ein Interview gelesen mit Ron Gilbert und Dave Grossman. Da haben sie auch ein paar Screenshots gezeigt. Das ist natürlich nicht dieser Pixel-Art-Stil. Die haben auch im Interview über diesen Pixel-Art-Stil diskutiert. Aber was soll's, ich meine, muss ja nicht alles Pixelart sein. Ich fand, das sah aber sehr reduziert aus irgendwie. Also mir hat das Spiel gar nicht gefallen. Das ist ein Vektorgrafikstil und sowas sieht normal so aus. Ja, also gut, ich bin sowieso kein Monkey Island Fan.
Nee, damit hat das, glaube ich, nichts zu tun. Ich glaube, das hat die, den klassischen Monkey Island-Fan sogar ein kleines bisschen vor den Kopf gestoßen, dass man einen Stilwechsel vorgenommen hat, jetzt zum zigten Mal, wo man immer der Meinung war, dass nach Monkey Island 3 jeder Stilwechsel eigentlich mehr schlechter war als der davor. Nee, aber ich finde ihn wirklich durchaus, ja. Also es ist jetzt nicht so. Also ich hätte es besser gefunden, wenn es auch eine gepixelte Grafik gewesen wäre, weil ich fand, das stimmt, das passt besser zur Reihe. Aber für Vektorart, so für diese Vektorgrafikartigen Stil finde ich das durchaus gelungen. Und auf jeden Fall besser als diesen Rotz, den sie beim Day of the Tentacle Remaster gemacht haben. Ist das denn einfacher zu erstellen als Pixelart, dieser Stil, oder ist das einfach was anderes? Es ist was anderes, das kann man nicht vergleichen. Ich finde, es ist sogar eigentlich recht anspruchsvoll, wenn man sich damit vorher nie beschäftigt hat. Also wenn man mal versucht hat, in Illustrator wirklich schöne Bilder zu machen, da brichst du dir die Finger. Das, ich finde, da ist schon durchaus was hinter, wenn man daraus was Ansehnliches hinbekommt, weil es halt wirklich ja tatsächlich das bei rauskommt, was Ingo gerade sagte. Es wirkt immer gegenüber allen anderen Kunstformen leicht reduziert. Aber ich weiß nicht, mir gefällt es irgendwo. Also es ist zwar wirklich ein etwas eigenwilliger Stil, warum nicht? Ich finde es so irre. Sie haben in der Interview gesagt, das Team war 25 Leute und das meiste war halt wirklich Grafik und Animation. Waren sogar mehr, glaube ich, statt da drin. Was das Thema Verheimlichen angeht, ne? Ja, so, ja, das ist für 2 Jahre? Wahnsinn. Ja, vor allen Dingen, weil wir sind ja bei uns vom Prior Art aus mit ein paar Leuten davon befreundet. Der Mensch, der dort quasi für die QA zuständig ist, der Kopf davon, der hat bei uns bei den Übersetzungen bei Karen geholfen. Und hat natürlich auch nichts erzählt, logischerweise nicht. Nee. Aber das kennst du aber auch ganz gut, dass man Sachen lange verheimlichen kann, Oliver. Das habt ihr ja auch mit so einem gewissen kleinen Igel auch sehr lange durchgehalten, oder? Ja. Ja, aber das finde ich auch okay. Also das geht ja gar nicht anders. Sonst sind die Leute ja wieder völlig kirre. Ich meine, jetzt können sie sagen, es kommt dieses Jahr raus. Ich meine, das ist schon geil. Wahrscheinlich dieses Jahr, aber wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht riesen gehypt, aber ich erwarte da auch nicht, dass das jetzt das super mega sonst was spielen wird. Wenn es ein nettes Monkey Island Adventure ist, ist es alles, was ich will, und dann bin ich auch glücklich und zufrieden. Ich war übrigens auch sehr zufrieden mit Fimbleweed Park, muss ich auch sagen. Ich habe es bis heute leider nicht durchgespielt. Ich fand es ganz nett, aber ich fand irgendwann die Geschichte, irgendwas hat mich ein bisschen gestört. Ich weiß gar nicht mehr jetzt, an was es sich festgemacht habe. Kann auch sein, dass ich aus dem Adventures für mich persönlich raus bin. Fimbleweed Park hat ja so einen ganz komischen Twist, der nicht so richtig reinpasst. Also tonal irgendwie hatte ich das Gefühl. Ich glaube, ich hatte für mich das Problem, dass ich gar nicht mehr so gerne diese klassische Adventure gespielt habe. Früher mochte ich das total gerne. Ich habe wirklich Adventure geliebt. Ich weiß nicht, vielleicht mag ich gar keine Adventure mehr. Da war ich sofort wieder drin, und ich mochte es auch, die klassische Werbensteuerung. Die mag ich heute auch noch nicht, aber irgendwas war da, ich weiß nicht mehr was. Ich habe es danach nicht mehr versucht, leider. Kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich bin zwar sehr weit, soweit ich das weiß, bei dem Spiel, nur ich habe das ein paar Mal wieder abgebrochen und von vorne, weil eigentlich wollte ich das ja mit einem Freund zusammen durchspielen. Und jede dieser Anläufe, das ging halt immer nur für ein paar Wochen gut. Und ein paar Wochen heißt nicht, dass wir da ständig dran waren, sondern einmal in der Woche hat man sich mal getroffen, und nach einer Stunde war dann irgendwo was, weswegen irgendjemand da im Haushalt irgendwas tun musste, wie das halt heute so ist. Das heißt, den Anfang kennst du sehr gut. Ich kenne das, also ich bin, soweit ich weiß, so ungefähr 2/3 weit gewesen beim Spiel, so ungefähr. Ja, Ingo, was macht denn dein Steam Deck? Ja, ich konnte es gestern vorbestellen, beziehungsweise nicht vorbestellen, bestellen. Und ich werde es wahrscheinlich dann doch verkaufen, weil ich weiß noch nicht so richtig, was ich damit machen soll. Beziehungsweise ich habe derzeit auch überhaupt keine Zeit und Muße, was zu zocken, oder zu wenig Zeit. Und die Spiele reihen sich bei mir auf, also sei es jetzt auf der Xbox oder auf der PlayStation. Und jetzt zusätzlich noch die Konsole. Könntest du sie unterwegs an jedem Ort, wo du bist, zocken? Ja, ich bin leider nicht so oft unterwegs, und ich glaube, ich hätte dann auch andere Sachen zu tun, wenn ich mal unterwegs bin, als zu zocken. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich bin eigentlich nicht so der Handheld-Spieler, weil ich Probleme habe mit den Augen, und mir ist es dann halt irgendwie unangenehm. Also zu klein alles. Und ich habe gelesen, also der größte K.O.-Punkt ist für mich eigentlich der Lüfter, weil ich brauche Ruhe.
beim Spielen. Und deswegen, ich möchte nichts Lautes in der Nähe von mir haben. Und mich hat schon. Hattest du nicht auch eine PlayStation Pro? Ich weiß, und das will ich nie wieder haben, sowas. Aber ich, und mich hat, ich muss auch, mich stört ja sogar, die Switch stört mich ja sogar teilweise so vom Lüfter her. Ja, aber du kannst doch unterwegs die Ton sowieso nicht laut anmachen, wenn, dann würde ich doch eher immer mit In-Ear oder mit Kopfhörer spielen. Ich bin nicht unterwegs, beziehungsweise, ja. Kannst ja trotzdem, wenn ich das Rauschen stört, die Leute drumherum stören, irgendjemand stört, dann setzt du ja halt Kopfhörer auf. Ich meine, hörst du das Rauschen auch nicht mehr. Ja, gut, das mag sein, aber ich will halt das nicht unbedingt. Ich möchte dann auch nicht immer irgendwie Kopfhörer aufsetzen müssen. Ich frage mich dann halt, warum du es überhaupt bestellst, wenn du eigentlich genau weißt, dass du es eigentlich gar nicht willst. Ja, das können wir, gleich sehen. Wir müssen einmal uns auf Twitch verabschieden, weil die erste Stunde rum ist und wir hier gleich noch weitermachen mit einer Witness-Nacht. Also Ingo gibt es gleich wieder unter anderem im Stream. Da zeigen wir nochmal, wie wir Witness durchgespielt haben. Danke an alle, die uns auf Twitch zugeschaut haben. Wie gesagt, wer mehr hören möchte, kann unser Podcast unterstützen, bekommt das dann über den Feed oder einfach mitmachen und bei TeamSpeak einloggen und mitdiskutieren. Danke an euch und wir stoppen jetzt hier mal den Livestream, machen natürlich intern weiter. Tschüss. 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 So, jetzt darfst du gehypt sein. Ja, ich war schon gehypt und na gut, das ist die Vorbestellung, aber du hast ja jetzt die Bestellung ausgelöst. Und genau, ich habe ich habe ja 4 € bezahlt für die Vorbestellung, die wollte ich halt nicht mehr fliegen lassen und deswegen habe ich mir das dann halt jetzt mal gekauft und ja, mal schauen, habe ich immer noch Zeit jetzt zu überlegen, was ich damit mache. Vielleicht überzeugt sich ja total. Vielleicht, aber wie gesagt, das ist halt auch ein Zeitproblem derzeit und ich weiß jetzt schon, wenn ich in Urlaub fliege oder fahre, dann habe ich so viel Technik dabei, ich kann dann nicht doch eine Handheld-Konsole mitschleppen. Das geht einfach nicht. Also was du schon erstmal im Urlaub mitschleppst, ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen soll oder nicht vorstellen soll. Vielleicht gar nicht fragen. Das ist jetzt nicht nur auf Ingo bezogen, aber ich finde das immer faszinierend, wenn man auf irgendwelchen Gaming-Seiten unterwegs ist und irgendwelche Neuheiten sind angekündigt oder sonst irgendwie was. Es gibt immer einen Pulk von Leuten, die irgendwie so, weiß ich nicht, 20.000 Gründe finden, warum sie so ein Ding nicht kaufen oder irgendein Spiel nicht kaufen oder sonst wie nicht kaufen, aber meistens im letzten Satz irgendwie was drinsteht, aber vielleicht im Sale. Ja, das stimmt. Ja, mal schauen. Also vielleicht kommt ja auch irgendwann mal eine überarbeitete Version raus, die ein bisschen leiser ist oder kleiner ist. Aber ich muss auch zugeben, mich schreckt doch ein bisschen die Größe ab von dem Ding. Also das finde ich halt auch nicht sehr kompakt. Wobei das von vielen gelobt wurde. Das ist ja auch tatsächlich sowas, weil das hätte ich jetzt auch gedacht, so weil man, glaube ich, wenn man die Sachen immer nur in Kategorien wie Handheld oder mobile Konsole oder sonst wie einteilt. Für mich war damals hier dieses Gamepad von der Wii U tatsächlich das interessanteste Feature von der ganzen Konsole, weil das hat ja teilweise die Sachen von der Switch mit diesem Hybrid-Charakter ja vorweggenommen. Und vor allen Dingen, das war mal eine Bildschirmgröße, wo Pixel-Grafikspiele so richtig gewirkt haben. Und das ist möglicherweise einfach nur so eine völlig eigene, neue Art, das zu erleben, bestimmte Spiele. Vielleicht müsste ich es halt irgendwann mal auch mal live sehen, wie das jetzt wirkt und so. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich es mal auf. Das kannst du ja schon, das hast du ja demnächst. Ja, mal schauen. Also ich weiß es halt noch nicht, bin da unentschlossen. Bis dahin wird es wahrscheinlich auch die Windows-Treiber für alles geben. Es läuft ja schon halbwegs. Ja, und das ist halt auch etwas, damit möchte ich mich auch gar nicht mehr auseinandersetzen irgendwie, halt so mit der ganzen Installationsproblematik, Treiber. Also für mich muss die Konsole einschaltbar sein. Das ist aber keine Konsole. Ja, das ist vielleicht das Problem. Wobei Wolf da auch so relativ ungeschickt im Marketing agiert, weil es ist so ein bisschen so halb als Konsole verkaufen und so halb als PC. Ja, also die Idee finde ich ja eigentlich ganz gut, aber ja, ich kann jetzt ehrlich gesagt auch noch mal warten. Also ich muss es jetzt auch nicht direkt haben. Wann ist denn da der vorgesehene Liefertermin bei dir? Ist doch auch erst im Herbst oder frühestens, oder? Nee, jetzt, also ich konnte sie jetzt bestellen. Also die wird ja jetzt kommen. Also die Bestelloption, die ist jetzt, die musste ich jetzt einlösen. Da hatte ich jetzt 3 Tage Zeit. Und ja, aber die Lieferung ist doch jetzt nicht sofort. Ich denke mal schon. Nee, die ganzen Badges sind doch schon durch. Du kriegst doch frühestens im Herbst jetzt irgendwas, oder nicht? Das war ja eine Vorbestellung. Die ist ja schon vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr gewesen. Genau. Jetzt musst du entschieden werden, ob du es bezahlst. Ja, ob du es jetzt wirklich bestellst, ja. Ja, und jetzt wird es auch, denke ich mal, zeitnah kommen. Oder wie lange sind die Lieferfristen da? 3 bis 7 Tage. Na gut, dann ist okay. Dann warte ich mal ab. Schönen guten Abend erstmal.
Ja, hallo. Kannst du ja nächste Woche berichten. Hallo. Ja, ich kann dann nächste Woche berichten, was ich, also wozu ich mich entschieden habe. Aber Tendenz ist wahrscheinlich eher zum Verkaufen. So, ich muss auch gleich wieder los, weil ich noch ein Interview zu Ende vorbereiten muss, was ich ab 10:30 noch führe. Das ließ sich wegen der Zeitverschiebung nicht anders machen. Wo denn? Irgendwo im hintersten Ecke in Amerika wieder, ich glaube 10 oder 11 Stunden versetzt, irgend sowas. Wer war das, weißt du so? Craig Allen habe ich heute und vorhin habe ich David Meinhard interviewt. Das war total spannend, den hatte ich völlig unterschätzt, was der gemacht hat. Das war einer, der hat mit dem Erfinder der Maus zusammen studiert und gearbeitet, also der Computermaus, Jahre vor Microsoft und Xerox und Apple und Co. Und hat dann in diesen Frühzeiten die Sachen erlebt. Er war geschäftlich in Japan und da hat dann gerade jemand Space Invaders erfunden und er durfte es spielen. Total spannend. Also das war nochmal so 60er, 70er Jahre anfängliche Entwicklung, da hat das angefangen. Total spannend. Welcher Craig Allen ist das? Der Künstler? Nein, der Craig Allen, der, Moment, ich sag's dir genau, damit er nichts Falsches sagt, der für Disney, Jim Henson und Ähnliches gearbeitet hat und zum Beispiel an Herkules mitgearbeitet hat, an den Disney-Spielen oder auch später als erster für die Konsole die Call of Duties gemacht hat und sowas. Ah, da ist er. Los Angeles, ja. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich fand den... Dann sind es nur 9 Stunden. Okay, dann war doch die Zeitverschiebung, das ist irgendwie noch eine Stunde anders. Aber auf jeden Fall konnte er nur zu komischen Zeiten und ich musste mich da halt eintragen und da war das Frühste, was ich nehmen konnte, 22.30 Uhr. Weil das über so ein Management-System ging bei ihm. Werde ich mal gucken. Aber wie gesagt, der Herr Maynard war total spannend. Das ist jetzt schon hinter mir, das Interview sozusagen. Hochinteressante Persönlichkeit. Kannte ich vorher vom Namen nicht, aber total spannend. Sein wichtigstes Projekt, was er mal mit angefangen hat, das war irgend sowas, das nannte sich Google Maps. Da hat er im Entwicklerteam gesessen am Anfang. Fand ich auch ganz witzig. Das war so seine moderne Software dann. Ich freue mich darauf, irgendwann das einsprechen zu können. Ich habe gerade ein Kind versucht, 1,5 Stunden ins Bett zu bringen und Andrea übernimmt das jetzt. Das war nicht zu machen. Dafür sind die neuen Interviews langsamer. Die gehen etwas besser. Okay. Wir haben noch einen riesen Problemfall demnächst. Ich glaube, in 8 Wochen muss das fertig sein, oder 10 Wochen. Da war nochmal wieder jemand Richtung Manchester, aber doppelt so schnell wie die letzten. Da habe ich dann teilweise aufgegeben, was zu verstehen an einigen Stellen, ehrlich gesagt. Ich habe das Grobe noch verstanden, aber die Details waren weg. Ich habe mit ihm eine Stunde gesprochen gehabt und das rauschte irgendwann noch an mir vorbei. Das war so schnell. Da war ich hinterher völlig fertig. Also es ist so anstrengend, dann zu versuchen, noch zuzuhören irgendwann. Wahnsinn. Aber es gibt halt wirklich auch bei den englischsprachigen Leuten Dialekte und Geschwindigkeiten, wo wahrscheinlich sogar Leute, die dort leben, fast schon sich konzentrieren müssen, damit sie es mitbekommen. Gut. Wie gesagt, ich stelle mich jetzt mal hier auf Stumm und bereite mir ernsthaft vor. Ich denke, meine Aufnahme stürzt dann auch gleich ab. Also Ingo, es hängt wieder alles von dir ab und eventuell von Jörg. Es gibt sonst wieder keine Aufnahme, beziehungsweise nur irgendwelche Teile. Mal gucken. Ich hoffe, es klappt nachher noch. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert, wenn ich auf 3 Kanälen was aufnehme, ob dann irgendwas hier schauen wir mal. Toll verschwindet. Lass mich überraschen. Vielleicht komme ich nochmal nach dem Interview dazu, falls noch jemand da ist. Mal schauen. Ja, bis dann. Tschüss. Wo setzen wir jetzt wieder ein? Ja, Robin, du hattest doch auch das Steam Deck vorbestellt, oder? Ich habe eben gerade geguckt, als du gesagt hast, dass du jetzt bestellen konntest und bei mir steht immer noch, wir hatten irgendwann mal überprüft und ich glaube, du hast eine halbe Stunde früher bestellt als ich. Das heißt, ich bin dann in den nächsten Tagen wahrscheinlich dran. Ja, genau. Also ich lasse es mir mal jetzt zukommen und dann habe ich immer noch ein paar Tage Zeit zu überlegen, was ich damit mache. Aber ich tendiere derzeit zum Verkauf. Ist ja überhaupt kein, das ist wirklich kein Problem. Ich definitiv nicht. Ich möchte damit rumspielen. Okay. So, in einer Viertelstunde fängt bei der Revision der erste Shader Showdown Block ab. Das ist etwas, das ist jetzt ein bisschen schade, weil das ist etwas, das, glaube ich, Arne interessieren könnte. Und zwar ist das ein Programmierwettbewerb, wo die Programmierung quasi in Turnierart durchgeführt wird, wo 2 Programmierer nebeneinander sitzen, haben, meine ich, 25 Minuten Zeit, wenn ich das richtig im Kopf habe, und haben einen bestimmten Fundus von irgendwelchen Grafikelementen und müssen dort quasi einen Shader bauen, der deutlich cooler ist als das von dem Nebenbuhler. Und das Ganze ist so quasi nach dem Ausschlussprinzip. Also heute ist das erste Viertelfinale. Da kann man dann wirklich dabei zugucken, wie halt so ein Effekt programmiert wird von Szene-Demos. Ja, das war bei der letzten ziemlich geil. Das habe ich auch gesehen. Das war genial. Ja. Passiert halt heute so
im Revision-Stream ab, wenn sie pünktlich sind, 22.25 Uhr. Hm. Ich stelle gerade fest, dass unser langjähriger Zuhörer Werner, der aus Dänemark umzieht. Also falls ihr plant, in Dänemark ein Haus zu kaufen, das gibt es zurzeit in Süddänemark, falls ihr da hinziehen wollt. Hat jemand schon gesagt, was er Ostern macht? Gibt es hier irgendjemand mit irgendeiner Ostertradition, die keiner von uns versteht oder vielleicht hören möchte? Gibt es das bei euch? Ja, die Demoszene-Party halt, ne? Die jedes Jahr zu Ostern stattfindet. Wobei die jetzt halt zum x-ten Mal halt online stattfindet, aus Gründen. Und ja, sonst ist eigentlich nicht groß Programm. Ihr wollt beim Retro-Kompott mitmachen? Ihr habt Fragen, Anregungen, Themenvorschläge? Ihr möchtet einen Audiokommentar abgeben, als Gast in der Sendung mitmachen oder aus irgendeinem anderen Grund mit uns in Kontakt treten? Schreibt einfach eine Mail an mail@retrokompott.de. Ihr findet uns in den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp und Co. bei Amazon und in den jeweiligen Handystores als App oder direkt auf der Homepage www.retrokompott.de. Natürlich kann man uns auch auf iTunes oder Spotify hören und bei Twitch und YouTube freuen wir uns ebenfalls immer über neue Follower und nette Kommentare. Wir senden jeden zweiten Sonntag live das Rahmenprogramm des Retro-Kompotts auf Twitch. Der Kanalname ist Retro-Kompott. Der gesamte Audio-Podcast wird zeitnah, meistens am darauffolgenden Tag, online gestellt. Bei YouTube findet ihr alle unsere Videos und Rahmenprogramme auch in der Konserve. Donnerstags treffen wir uns zum Videostammtisch, wo wir mit interessierten Hörern ausgewählte Spiele gemeinsam ausprobieren. Freitags gibt es einen Audio-Stammtisch für alle Hörer, die sich untereinander oder mit den Podcastern zu beliebigen Themen austauschen möchten. Ein weiteres Highlight sind Livestreams auf Twitch mit tollen Gästen aus der Szene oder auch Amiga Live Spieleabende. Die Videomitschnitte findet ihr auf YouTube, die erste Stunde der Audio-Stammtische im RSS-Feed oder auf der Homepage. Das komplette Programm gibt es für alle Unterstützer. Wer unser Podcast-Projekt auf Patreon, Steady oder bei PayPal unterstützen möchte, findet auf unserer Homepage alle notwendigen Informationen. Unterstützer erhalten Zugriff auf viele exklusive Inhalte, Sonderformate und Videos sowie zeitexklusiven Zugriff auf unsere aktuellen Interviews oder Einspieler direkt nach der Aufnahme. Weit vor der Ausstrahlung im regulären Podcast. Unterstützen kann man uns natürlich auch gerne im Backoffice. Wir suchen immer fleißige Hände, die uns bei den Shownotes, bei der Recherche oder zum Beispiel bei der Übersetzung der Interviews mit Spielelegenden helfen können. Die Jingles sind übrigens tatsächlich Retro. Die meisten hat Patrick vor über 30 Jahren auf einem C64 programmiert. Natürlich sind sie deswegen auch GEMA-frei. Und wer mit uns zusammen mal eine Reise in die Vergangenheit machen möchte, der kann uns ja, wie erwähnt, in Hamburg in unserem bespielbaren Museum treffen. Hoffentlich bis bald. Ach ja! Nach meinen Kontaktdaten braucht ihr gar nicht zu fragen. Ich bin nur die Stimme. Poke 53 280,0. Poke 53 281,0. Poke 646,0. And. Die Podcast-Komfort-Reihe ist eine Produktion der Firma Comillusion GbR, Medienpublikationen, Presse- und EDV-Service.